Der Laden hat eine einmalige Atmosphäre. Wenn man unterscheidet zwischen Spaß erster und zweiter Klasse, dann ist das sicherlich Spaß erster Klasse. Macht doch einfach Spaß, Leute auch mal ein bisschen einfach nur zu unterhalten und muss ja nicht immer so seriös zugehen im Billard. Teilweise wundere ich mich über eine recht gute Trefferquote, wenn es tatsächlich live ist, weil im Training tue ich mich eher schwer. Das mit der Dame auf den Tisch legen und Kugel aus von den Lippen schießen, das ist, glaube ich, das erste Mal 1850 gezeigt worden und so. Weil die Klassiker mit 6 Kugeln mit einem Stoß, das geht zurück auf die 20er, 30er Jahre. Das ist quasi der erste Trickstoß-Show, weiß nicht, weltweit, auf jeden Fall in Europa und Deutschland, die auf einem 10-Fuß-Tisch gemacht wurde. Aber das ist schon mal das erste Alleinstellungsmerkmal von dem Barter-Billard. Dann natürlich die Qualität der Tische, speziell die Diamond-Tische. Die einzigen Diamond-Tische hier, also die sind selten, die kommen aus Amerika, haben den höchsten Standard. Ja, geil einfach, ne?